Ich bin absolut kein Internetausdrucker und ich hasse Papierkram. Aber ich mag es auch nicht, meine Daten nicht auf meinem eigenen Server oder irgendwo im Haus liegen zu haben und dann noch in einem Format, was ich nicht in irgendein anderes Programm überführen kann. Also, was ist die Lösung? Paperless NGX. Das habe ich jetzt schon eine ganze Weile in meinem Smart Home Server integriert, aber ich möchte es euch jetzt hier mal kurz vorstellen. Ich zeige auch gleich, wie die Installation geht, aber zuerst logge ich mich einmal ein. Felix und Passwort, das sicherste Passwort der Welt. Und hier ist das jetzt noch ein komplettes Blanko-Programm. Gehen wir nur mal ganz kurz darauf ein, wie man das Ganze einrichtet. Um das Programm auf zum Beispiel einem Raspberry Pi zu installieren, empfehle ich natürlich mein Smart Home Skript, denn da ist alles schon vorhanden. Da gehen wir einfach auf A23, sagen einmal kurz alles updaten. Und dann haben wir in den Docker Templates, ich zeige mal eben, wo die liegen, da kann man sich entweder über VS Code oder über SSH zu verbinden. Dann haben wir hier Paperless NGX. Muss ich noch ganz kurz zeigen, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Das ist natürlich hier im A23 Docker-Ordner im Home-Verzeichnis. Und dann öffne ich hier die Compose Templates und dann Paperless NGX. So, das Ganze hier ist schon mal angepasst. Das Einzige, was ich einkommentiert habe, war dieses hier. Da steht nochmal bitte ändern und Passwort, ja, wer es so lassen will. Das ist eigentlich schon alles vorkonfiguriert. Wenn man jetzt zum Beispiel noch eine zweite Instanz installieren möchte, das heißt zum Beispiel Dokumente für die Frau oder sowas, dann müsste man hier jeweils nochmal einen anderen Namen anlegen. Das gilt dann auch für die ganzen anderen Dinger hier auch. Außer bei den Passwörtern für die Datenbank, da ist das nicht notwendig, aber bei den Volumes hier zum Beispiel auch. Zusätzlich ist natürlich immer wichtig, auch einen anderen Port dann anzulegen. Der Standardport ist jetzt in meinem Fall die 2226, 2227 oder 8 sind in dem Fall auch noch verfügbar. So, und wenn das Ganze dann in die Docker Compose, die Datei hier, eingefügt worden ist, kann man einfach mit der Konsole 123DC eingeben, ausführen und das Ganze läuft dann durch. Ich kann es mal einmal kurz zeigen. Und hier können wir sehen, Paperless Web ist up to date. Es wurde jetzt also installiert oder wenn diese Meldung kommt, keine Fehlermeldung, dann ist alles korrekt konfiguriert und das Programm wird installiert. Es kann eine Weile dauern, auch wenn der Befehl bereits abgeschlossen ist, kann es eine Weile dauern, bis dann dementsprechend die Web-Oberfläche zu erreichen ist. So, was können wir jetzt hier machen? Wir haben zwei Möglichkeiten, die Dokumente hier einzufügen. Zum einen ganz einfach über Drag and Drop. Das heißt, wir gehen hier entweder in diese Zeile oder wenn wir die Dokumente geöffnet haben, kopieren wir es hier einfach rein. Und dann sieht man, ja, hier die Datei konnte nicht gefunden werden und das andere wird gerade hinzugefügt. Dann gehen wir hier auf Dateiaufgaben und sehen, okay, hier wurde bereits ein in die Warteschlange gelegt. Die andere Möglichkeit ist, das Ganze direkt vom Handy aus zu machen, weil man ja zum Beispiel Dokumente auch abfotografiert. Und das zeige ich auch mal eben. Da gibt es eine App direkt von Paperless, die man konfigurieren kann, sodass es sich mit dem Server auch im lokalen Netzwerk direkt verbindet. Der Scanner funktioniert nicht ganz so gut, dass ich ihn empfehlen kann. Deswegen nutze ich da separat immer noch Microsoft Office Lens. Denn da funktioniert die Scan-Funktion deutlich besser und ein riesengroßer Vorteil ist, wenn man mehrseitige Dokumente zusammen in ein Dokument zusammenfassen möchte. Das ist nämlich leider in der App von Paperless auch nicht möglich. Dennoch muss man sich sie installieren, um nämlich schnell eben die Dokumente in Paperless reinzuteilen und das nicht irgendwie über Umwege zu machen. Sobald die Dokumente komplett gescannt worden sind, das heißt, hier passiert auch tatsächlich eine Texterkennung, dass man wirklich in den Dokumenten, auch wenn sie abfotografiert sind, nach Text suchen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach Implant, das kann man natürlich hier als einziges Dokument kann man nicht viel suchen, aber wenn ich irgendwas Abgefahrenes suche, wird das Dokument ausgeblendet. Das heißt, die Texterkennung funktioniert hier wirklich gut. Hier in den Dateiaufgaben sehe ich, dass aktuell ein Dokument sich noch in der Warteschlange befindet und ich kopiere auch mal direkt noch ein weiteres rein, sodass wir damit gleich ein paar Beispiele machen können. Jetzt haben wir hier zwei Dokumente in der Warteschlange. Gestartet wurde eins. Schauen wir mal, was da jetzt gleich so passiert. Das kann immer eine Weile dauern. Wie gesagt, muss das komplette Dokument verarbeitet werden.
Und dann sehen wir das hier unter Dokumente. Und ich habe das für mich, habe ich das so angelegt, dass ich mehrere Tags habe. Zum Beispiel, wenn ich etwas, gerade für Belege kann man dieses Programm ja sehr gut nutzen, habe ich etwas mit Bargeld bezahlt, habe ich etwas vom Konto bezahlt. Kann man hier natürlich die Farbe auch noch anpassen, das ist jetzt hier nicht so ideal gelaufen. Nehmen wir mal irgendwie eine zufällige andere Farbe. Und das richtig Coole daran ist, man kann eine automatische Zuweisung erlernen. Das heißt, wenn Dokumente sehr ähnlich sind, dann werden sie automatisch miteinander verglichen und geguckt, wie sind die Unterschiede. Passt das mehr zum Konto, passt das mehr zum Beleg XY, der bar bezahlt wurde. Genau, und jetzt haben wir hier schon die Möglichkeit, auch in diesem Text zu suchen. Ich öffne das Dokument mal. Hier sehen wir jetzt Gewächshaus. Das heißt, auch wenn ich jetzt nach Gewächshaus suche, dann taucht dieses Dokument, in diesem Fall jetzt eine Werbung, taucht dann direkt auf. Finde ich super praktisch. Aber jetzt kommen wir zu einer noch cooleren Funktion, weil, wie gesagt, das Ganze hier auch noch lokal läuft. Also nehmen wir hier uns noch den Speicherpfad vor, denn aktuell ist es so, dass wenn wir hier unter Media gehen, beziehungsweise ist es Media, dann sehen wir, dass die Dokumente aktuell nur mit einer komischen Nummerierung angelegt werden. Ich könnte jetzt aber dahergehen und sagen, diesen Ordner, den möchte ich zum Beispiel auch nochmal über AirSync oder Unison oder irgendein Synchronisierungsprogramm vielleicht auch auf meinen Rechner synchronisieren. Und das am besten noch in Ordner. Und das habe ich bei mir in dem Fall jetzt schon mal gemacht. Dann sieht das Ganze zum Beispiel so aus. Gewerbedokument, Gewerberechnung und so weiter. Und in den Ordnern liegen dementsprechend die Dateien so, wie ich sie haben will, wie sie benannt werden sollen. Und ich zeige mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Und zwar gehen wir dann hier unter Speicherpfad, erstellen da einen neuen Pfad. Und da habe ich mir schon mal was vorbereitet. Man kann es gleich auch noch mal in Gänze sehen. Ich nenne das Ganze mal Standardordner. So, und jetzt sieht man hier auch noch mal die komplette Bezeichnung. Und was jetzt passiert ist, wenn nämlich eben ein Dokument sich über diesen Pfad befindet, ich wähle mal direkt alle aus, dann kann ich hier sagen, Dokument Pfad soll Standardordner sein. So, und wenn wir uns jetzt das Ganze hier mal anschauen, dann stellen wir fest, es ist jetzt schon mal anders benannt. Wir haben natürlich None. Warum ist das jetzt der Fall? Und zwar haben wir jetzt hier gesagt, wir wollen es in einem Dokumenttyp Ordner, weil da ja hier der kleine Trennstrich dran ist für Ordnernamen. Und den Dokumenttyp, den haben wir noch nicht festgelegt. Das können wir also hier auch noch machen. Wenn wir zum Beispiel eine Rechnung haben oder vielleicht noch Werbung oder was haben wir jetzt noch? Dokumente, irgendwas. Und da haben wir jetzt hier beispielsweise einmal Werbung, kann ich also Dokumenttyp Werbung auswählen, okay, und dann alle schließen und andersrum kann man es auch auswählen und dann den Dokumententyp so festlegen, wie es jetzt hier ist. Und sobald das geschehen ist, können jetzt natürlich auch noch Tags festlegen, das hier hat den Tag, Bargeld, mein Prothesenpass. Und das hat den Tag Konto. Da muss man natürlich nicht festlegen, sonst bleibt die Zeile einfach leer. So, und jetzt schauen wir nochmal rein. Hat sich was hier in den Daten getan? Siehe da, es passt. Und das richtig Coole daran, jetzt hier ist natürlich kein Datum festgelegt, aber wenn wir ein Dokument scannen und es enthält ein Datum, dann wird auch automatisch eben das Erstellungs- oder Ausstellungsdatum festgelegt. Das heißt, da werden auch die Dokumente direkt nach Datum nochmal sortiert und das tatsächliche Datum, was dann auf dem Dokument steht. Und das war meine kurze Einführung zu Paperless und damit ist eigentlich alles schon gezeigt, was das Programm kann. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ihr hier die Möglichkeit habt, das Ganze jetzt digital durchsuchbar, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Implantat suche, dann wird auch mein Dokument angezeigt. Wir haben diverse Filtermöglichkeiten, dass man das zum Beispiel nach Datum und so weiter synchronisiert. Für mich ein super praktisches Programm. Ich bin, wie gesagt, kein Fan von Papier und daher die Empfehlung für Paperless NGX. Und in dem Sinne immer schön smart und unabhängig bleiben. Zuerst war die Idee.